ich bin schon gerade fertig. Wir haben uns gestern, Thomas und ich, ein Glas Wein gegönnt. Schön. Wo ist denn Lisa? Die ist draußen, die spielt. Die hat auch richtig Spaß, obwohl es regnet. Stört die gar nicht. Mit ihrem neuen Wein, ne? Ja. Der spinnt wohl! Kann ja wohl nicht wahr sein. Sagen Sie mal, Herr Kaiser, lassen Sie meine Tochter sofort los! Hier, da hast du schon vorgeschossen. Guck Herr Kaiser, Sie lassen meine Tochter jetzt los. Hier. Sie reden in diesem Ton bitte nicht mit meinem Kind. In welchem Ton? Ich spreche entscheide ich. Und Ihr Kind spielt hier nicht mal mit dem Ball. Hier steht ein Auto. Hey. Sagen Sie mal, was... Hier hat sie schon vorgeschossen. Ach, das ist doch ein Gummiball. Was bilden Sie Interessiert sich denn mich ein? Doch gar nicht. Wenn ich kann, so ein Lacker, wer kommt denn dafür hier meine auf? Tochter nicht anzupacken. Hallo, Thomas, gut, dass du kommst. Er hat unsere Mann, Tochter angepackt. Ihre Tochter? Weil er sich aufregt. Sie sollten ihr Rotzblach mal ein bisschen im Zaum halten. Die hält sich weder an... Lautstärken noch an Grenzen, ja? Seit 10 Monaten, seitdem Sie hier wohnen, habe ich hier nur noch Ärger. Was ist denn überhaupt passiert? Jeden Morgen um 9 Uhr in Palau, dann fährt sie mit dem Rad auf der Straße, dann schießt sie mit dem Ball vor ein Auto. Weißt du was, ich gebe dir einen guten Tipp. Nimm einen Eimer Farbe und deine Tochter und dann geh die Autobahn anmalen, Idiot. Geh mal bitte schnell zu Oma. Okay. Gundula, kümmere dich bitte um Lisa. Ich muss zu Thomas. Thomas! Thomas, sag doch was. Oh Gott. Also ich war total verzweifelt und total überfordert. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich anfangen sollte. Mein Mann liegt dort schwer verletzt, meine Schwiegermutter ist geschockt. Lisa wollte dem Hund hinterherrennen. Ich wusste nicht mehr, wo ich zuerst anfangen sollte. Feuerwehr Notruf, wo ist der Einsatzort? Hallo, hier ist die Eva Meinrich. Mendener Straße 23. Ja, was ist denn passiert? Mein Mann liegt hier auf der Straße, er bewegt sich nicht. Er sagt auch nichts und ich sehe überall nur Blut. Ganz ruhig, was ist denn passiert? Sagen Sie mir, was passiert ist. Der Hund, mein Mann kam mit dem Hund vom Spazierengehen und der Hund ist losgelaufen. Er hat sich losgerissen und mein Mann ist hingestürzt. Hören Sie mir mal bitte zu, ich helfe Ihnen. Sie atmen jetzt mal ganz tief durch. Wir fangen jetzt ganz von vorne an. Okay. Ihr Mann liegt auf dem Boden und blutet, richtig? Ja. Ist Ihr Mann bei Bewusstsein? Nein. Thomas, er sagt nichts. Gut. Der Rettungswagen und der Notarzt ist unterwegs. Okay. So, jetzt wir beide. Ja. Sie knien sich jetzt bitte seitlich neben Ihren Mann. Ja, bin ich. Atmet Ihr Mann. Moment, ich muss... Ja, er atmet. Oh, er atmet. Super. Er atmet. Das haben Sie gut gemacht. Jetzt bitte einmal tief durchatmen. Okay. So, und jetzt sagen Sie mir, was noch ist. Blutet Ihr Mann? Ja, er blutet ganz dolle hier am Kopf. Am Kopf blutet. Wo blutet der am Kopf? Okay, haben Sie irgendetwas was dabei? Er blutet am Finger. Oh Gott. Frau Meinrich, ganz ruhig. Ganz ruhig. Mein Mann hat den Finger verloren. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie schreien. Bitte bleiben Sie ruhig. Mein Mann hat den Finger verloren. Er hat den Finger nicht mehr dran. Das machen wir jetzt gemeinsam. Haben Sie irgendwas dabei in der Handtasche? Haben Sie ein Taschentuch? Ja, ich habe Taschentücher. Ich habe Taschentücher. Sie haben Taschentücher. Das ist hervorragend. Sie nehmen bitte Taschentücher 2 Stück raus. Ja. Dann falten Sie einmal noch mal zusammen und legen Sie jetzt erstmal auf den Finger oben drauf. Und haben Sie irgendwas dabei, wo Sie mit verbinden können? Haben Sie ein Halstuch, haben Sie einen Schal? Ein Gürtel habe ich, habe einen Gürtel. Soll ich einen Gürtel nehmen? Bitte? Den Gürtel, ich habe meinen Gürtel. Nein, kein Gürtel. Ich habe einen Schal in der Garderobe. In der Garderobe habe ich einen Schal. Ich laufe schnell hin. Bitte tu mir den Gefallen. Was ist mit Papa? Kümmere dich bitte um Lisa. Ich muss mich um Thomas kümmern. Die haben mich ja gefragt, ob ich irgendwas hätte, um diesen Druckverband zu machen. Und ich hatte den Gürtel vorgeschlagen, aber sie meinten, das würde nicht gehen. Und da ist mir der Schal eingefallen. Und dann bin ich halt gleich zurück ins Haus. An der Garderobe hing ja auch der Schal. Und da habe ich ja auch gleich Gundula gesehen mit Lisa, die gleich gefragt hat, was ist mit Papa. Und Gott sei Dank habe ich gesagt, Gundula, pass bitte auf die Kleine auf. Und habe den Schal gleich mitgenommen, um den Druckverband zu machen. So, jetzt bin ich hier wieder. Ich habe ihn, okay, den Schal. Okay, Sie haben den Schal oder irgendwas schon geholt? Ja, ich habe alles da. Warten Sie, ich leg sie wieder hin.
Sie nehmen jetzt das ganze Taschentuchpäckchen, legen das noch mal auf den Finger drauf und dann einmal versuchen, relativ feste drum zu binden, sodass die Taschentücher halten. Also je nach Situation, je nach Ort oder je nachdem, wo man ist, was für eine Verletzung ist, für einen Druckverband. Natürlich hat man nicht immer sterile Verbandsachen dabei. Dann muss man halt erfinderisch sein. Dann ist halt die Situation so, dass man wirklich alles irgendwie zweckentfremden kann. Also da gibt es die verschiedenen Variationen, um einen Druckverband anzulegen. Kommt der zu sich? Ja, er kommt zu dich. Schatz, gut, bitte beweg dich. Alles gut, ich bin bei dir. Durchatmen. Fragen Sie ihn, ob ihm schlecht oder schwindelig ist. Schatz, ist dir schlecht? Bitte beweg dich nicht. Das ist gar... Bitte. Schatz, er bewegt sich. Er soll liegen bleiben, Frau Meinrichs. Ja, er soll ruhig liegen bleiben und tief durchatmen. Die Einsatzkräfte sind jetzt gleich bei Ihnen. Wo ist denn der Hund? Thomas, bleib jetzt bitte liegen einen Moment. Was ist los? Ja, Frau Meinrichs, ja. Wir müssen hier weitermachen jetzt. Wichtig ist es, abgerissene Körperteile so schnell wie möglich zu finden, möglichst sauber zu verpacken und dem Rettungsdienstpersonal zu übergeben und möglichst kühl zu lagern, dass dann auf jeden Fall die Chance höchstmöglich ist, um das dann wieder perfekt dran zu nähen. Haben Sie jemanden, der bei Ihrem Mann bleiben kann? Meine Schwiegermutter. Okay, soll bitte zu Ihrem Mann gehen oder zu Ihrem Mann kommen? Ja. Und soll bei ihm bleiben? Und Sie schauen mal bitte in der näheren Umgebung, ob Sie den Finger finden. Oder soll ich was wegen diesem... Soll ich den Finger so mitnehmen oder wie? Wenn Sie ihn finden, dann natürlich mitnehmen. Gundula. Haben Sie ihn gefunden? Nein, Gundula, kannst du bitte auf Thomas aufpassen? Ich muss jetzt was suchen. Er hat sich ganz schwer verletzt. Er hat sich am Finger verletzt. Der Finger ist weg. So. Okay, ich soll den Finger jetzt... Frau Meidrichs, so, der Hund, hatte der eine Leine dran? Ja, hatte er. Er hatte eine Leine dran. Wo ist der Hund denn jetzt? Der Hund ist in die andere Richtung gerannt, hier in den Park rein. Gundula, pass bitte auf Thomas okay. auf. Dann rufen Sie den Hund doch mal bitte. Oskar, soll ich in die Richtung? Wir müssen jetzt den Finger finden. Oskar. Ganz ruhig jetzt, ganz ruhig. Rufen Sie den Hund so, wie Sie ihn immer rufen. Oskar. Oder pfeifen Sie so, wie Sie immer pfeifen. Dass der Hund reagieren kann. Es kann gut sein, dass der Finger noch in der Leine verhakt ist. Oskar! Ja, ich suche, aber ich finde ihn nicht. Ich finde ihn nicht. Rufen Sie noch mal. Der Hund muss ja irgendwo sein. Okay. Wir schaffen das zusammen. Oskar! Er ist nicht da. Oh Mann, wo ist er denn? Ich war verzweifelt, als ich den Finger suchen sollte. Ich wollte ihn ja auch unbedingt finden, aber der kann ja überall sein. Ich meine, der Hund ist ja überall lang gelaufen und was weiß ich, wie der Vorgang genau passiert ist. Es war furchtbar. Schauen Sie mal in jede Ecke von der Straße, vom Bürgersteig, da wo der Hund hergelaufen ist oder wo Ihr Mann war. Ich gucke. Schauen Sie jeden Fleck ab. Ich sehe auch nicht. Wenn der Hund jetzt nicht kommt, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Die Einsatzkräfte sind gleich da, Frau Meidrichs. Okay, super. So, wir lassen das jetzt. Wir brechen jetzt hier ab. Frau Meidrichs, hören Sie mir zu. Okay. Hören Sie mir bitte zu. Sie gehen jetzt wieder zurück. Das bringt jetzt nichts. Ja, okay. Die Rettungskräfte helfen Ihnen gleich. Ja. Sie gehen jetzt bitte rein. Ja. Und Sie haben doch bestimmt einen Kühlschrank, ein Eisfach, eine Kühltruhe, irgendwas. Ja, habe ich. Super. Und Sie haben vielleicht so eine Art Gefrierbeutel, irgendwas? Ja, natürlich. Ja, super. Dann beruhigen Sie sich, gehen Sie rein und holen Sie bitte eine Plastiktüte. Ja. Einzeln. Ja. Und die andere Plastiktüte, da füllen Sie Eis und Wasser rein. Plastiktüte 1, Eis und Wasser? Zwei Gefriertüten, ja, eine mit Eis und Wasser. Ja, und die andere nur so als Plastiktüte. Warten Sie, die brauchen wir nachher für den Finger, falls wir den finden. Ja, ich habe eine Eiskühltüte immer parat. Eiswürfel sind super. Packen Sie die Eiswürfel in eine von den beiden Tüten rein. Ja, ist schon drin. Ist schon, und dann, super. Und dann ein bisschen kaltes Wasser drauf. Und dann sehen Sie das zusammen und die andere Tüte einzeln so. Okay. Wenn die Rettungskräfte gleich da sind, hilft Ihnen jemand mit suchen. Wir brauchen den Finger. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Ich war so froh, dass die Dame an der Zentrale mir gesagt hat, was ich als nächstes tun muss. Und dass sein Finger ab ist, das war für mich das Schlimmste überhaupt. Er ist Physiotherapeut und er braucht seinen Finger, um zu arbeiten. Nicht auszudenken, wenn er nicht mehr arbeiten kann. Unsere Existenz hängt davon ab.
Versuchen Sie ruhig zu bleiben. Gehen Sie zu Ihrem Mann. Beruhigen Sie Ihren Mann. Er soll ruhig liegen bleiben. Die Rettungskräfte sind gleich da. Thomas, Gundula. Und den Rest schaffen wir zusammen. Das ist. Okay. Haben Sie super gemacht. Schatz, ist alles ja, gut. Alles gut. Bitte bleib liegen. Du musst nicht. Bitte versuche liegen zu bleiben. Alles gut. Wie sieht die Kopfwunde aus? Können Sie was auf die Kopfwunde drauflegen? Haben Sie noch Tempos oder irgendwas? Ja, warten Sie, ich weiß gar nicht, wo ich die jetzt habe. Jetzt kommt der Notarzt. Der Notarzt ja, das kommt. Ist super. Ich weiß, lassen Sie es. Ja. Wenn die Einsatzkräfte da sind, dann lassen Sie es. Sie kommen jetzt. Ich bedanke mich für Ihre Hilfe. Danke, alles. Nicht dafür, dafür sind wir da, Frau Meidrich. Das haben Sie toll gemacht. Danke. Super. Alles Gute. Ja, alles Gute. Hallo, Fein ist mein Name. Ich bin der Notarzt. Hallo, jetzt. Mein Mann. Der Finger ist ab. Bitte helfen Sie uns. Der Finger ist ab. Schatz, alles ist. Was ist mit der Hand? Hallo, Fein ist mein Name. Ich bin der Notarzt. Was ist denn passiert? Keine Ahnung, wo ist denn der Hund? Der Hund ist weggelaufen. Und mein Mann hatte Streit mit dem Nachbarn. Ganz langsam, ganz ruhig. Der ist wie ein Verrückter hier rausgefahren. Und ganz ruhig. Der Hund ist einfach weggerannt. Und er hat einen mein Hund Mann gehabt. Ist hingestürzt und war. Ja. Bitte, wie geht's Ihnen denn jetzt? Wir werden das hier versorgt. Ich habe keine Ahnung, was ist mit der Hand? Ich habe das versucht. Sehr gut. Das ist gut, das haben wir ja sehr gut gemacht. Die Ersthelferin hat sich schon hervorragend um den Patienten gekümmert. Sie hat ihn betreut. Sie hat schon ein bisschen so nach Wärmehalt geguckt, also schon die grundlegenden Basismaßnahmen getroffen. Und natürlich die Amputationsverletzungen der rechten Hand bzw. des Fingers schon adäquat versorgt. Hier ist es natürlich insbesondere wichtig, auf eine Blutstillung zu achten. Das kann auch mal arteriell sein. Das heißt, auch über solche Wunden kann man viel Blut verlieren. Aber hier war die Wunde vom Blutverlust her schon gestoppt worden. Können Sie sich daran erinnern oder waren Sie bewusstlos? Hast du Kompresse parat? Er war bewusstlos. Ja, und ich habe ihn dann zur Seite gelegt, wie die Dame das gesagt hat. Ja, hervorragend, hervorragend. Tut Ihnen sonst irgendwo was weh? Das sieht gut aus. Ganz ruhig halt. Den Finger ab, Mittelglied. Okay, ja, mal sterile Kompresse drauf. Ja, habe ich schon. Wo ist denn der Finger? Ja, das würde ich sagen. Der Hund ist da lang gelaufen. Geben Sie mal den Hand. Ich habe schon gesucht. Halten Sie die mal nach oben, übernimmst du mal. Soll ich mal vielleicht nach dem Finger gucken? Ja, versuch doch mal, ob du den Finger irgendwo finden kannst. Genau. Okay. Wo haben Sie denn schon geschaut? Ich bin schon dort langgelaufen, wo der Hund langgelaufen ist, Oskar. Okay. Ja, der Finger war natürlich abgetrennt, wahrscheinlich auch erst seit kurzer Zeit, seitdem wir gerufen worden sind. Insgesamt besteht heute eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, solche amputierten Gliedmaßen wieder anzubringen, auch mit noch funktionierender Möglichkeit, also sprich, dass der Finger sich wieder bewegt und Gefühl hat. Die Ischämiezeit, also sprich vom Abtrennungszeitpunkt bis zur möglichen Reamputation, beträgt so im Schnitt etwa 4 Stunden. Es hängt noch ein bisschen davon ab, wie wurde denn die Gliedmasse abgetrennt. Also ist die zum Beispiel zerfetzt worden oder war es ein glatter Schnitt? Bei glatten Schnitten ist nochmal die höhere Wahrscheinlichkeit, diesen auch wieder funktionsgerecht zu reamputieren zu können. Also hier war ich gucken. Wo ist denn der Hund? Ist der noch weg oder was? Ja, der ist losgepisst. Meine Tochter wollte hinterher. Ich habe sie erst mal ins Haus gebracht. Alles klar. Ja gut, aber der kann ja überall sein, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Natürlich wäre er sehr weitläufig hier. Oh Mann, wenn der Finger nicht. Mein Mann, der braucht den. Ja gut, aber ich meine, wenn der Hund jetzt, der wird es ja nicht im Maul haben und mit dem Finger wegrennen. Nein, das wenn, weißt du, was für eine Leine ist da? Ja, so an der Leine könnte er höchstens hängen. Also, das da ist so ein Ring dran, wie man so eine Hundeleine kennt, oder was? Ja, ja gut, aber der muss ja, Finger, der muss ja auch, irgendwie fällt er ja auch ab, wenn der Hund damit wegläuft. Der brennt ja jetzt nicht hier mit dem Finger an der Leine durch die Gegend. Ja? Nachdem ich mit der Ehefrau halt in die Richtung gegangen bin, wo der Hund hingeflüchtet ist und ich dann auf diesem Weg stand, nach links geschaut habe und diese Weite des Parks gesehen habe, nach rechts genauso, hatte ich eigentlich die Hoffnung verloren. Also, wenn der Hund da irgendwo unterwegs diesen Finger verloren hat, den finden wir niemals wieder. Haben wir einen Gulli? Jetzt, wenn wir den Gulli, wenn ich den sehe, der könnte natürlich. Da ich ist weiß einer. Es nicht. Ich bin. Vielleicht hat wer natürlich. Oh, da ist was. Ja, in die Richtung ist der Finger. Der liegt hier drin. Ich stand halt, als ich nach unten schaute, auf den Gulli. Dann kam mir noch die Idee, vielleicht ist der Hund ja gelaufen und der Finger, der ist verloren gegangen, schon direkt im Anfangsbereich. Und beim Gulli kam mir halt die Idee. Ich habe mich mal umgeschaut und habe halt auch im Nahbereich einen Gulli entdeckt. Es war einfach nur Glück, denke ich mal. Ich habe gedacht, ich schaue da mal rein. Und was finde ich da drin? Den Finger. Danke. Okay. Ah. Oh Gott sei Dank.
Ah, super, der ist natürlich schön dreckig. Oh Gott sei Dank. Gunnel! Soll gleich noch richtig zumachen. Oh. Oh. Du guckst ja nicht so hin, du vertrittst. Gib mir mal den Beutel und die Sachen da. Ich nehme mal das ausnahmsweise. Ja, ja genau, sonst ist unseren Beutel, den wir im Auto haben, ja, vielleicht. Ja. Ich gehe schon mal, kommt ihr klar? Ich mach mal den Finger, ja? Ganz schwierig war natürlich, dass der Finger im Gulli lag. Gulli, wissen wir alle, da läuft alles rein. Da ist Dreck drin, da sind Bakterien drin. Ist natürlich erstmal keine gute Voraussetzung, um ein Amputat zu retten. Ich habe den Finger aus dem Gulli geholt, habe ihn zum RTW gebracht und habe dann mit Hilfe der Ehefrau, die mir da so ein bisschen Unterstützung gegeben hat, mit einer sterilen Kochsalzlösung den Dreck abgewaschen. Weil es ist ganz wichtig, dass dieses abgetrennte Körperteil gekühlt ins Krankenhaus gebracht wird, damit einfach das Annähen auch wieder funktioniert. Der Familienvater wird für den Transport in die Klinik bereit gemacht. Bei einer abgetrennten Gliedmaße kämpfen die Rettungskräfte gegen die Zeit. Denn ist das Gewebe zu lange nicht durchblutet, stirbt es ab und kann folglich nicht mehr angenäht werden. Kurz vor der Abfahrt kehrt der streitlustige Nachbar zurück und mit ihm ein weiteres Problem. Das ist dieser verrückte Nachbar. Jetzt stell dir noch deinen Wagen dahin. Sag mal, sehen Sie nicht, was Sie angerichtet haben? Das gehen Sie mal hier erstmal weg. Fahren Sie Auto mal bitte zur Seite. Wir haben hier einen Einsatz. Ja, ich würde gerne zur Seite von Lenny hier auf meinem Parkplatz stehen. Wir haben doch genug Platz da vorne. Stellen Sie sich dahin. Sie sehen doch, was passiert ist. Ohne Grund sind wir nicht hier. Ja, das ist doch genug Platz. Warum stellen Sie sich denn da hin? Ja, wir haben keine Zeit, uns hier Parkplätze zu suchen. Wir mussten hier jemandem helfen und fertig. Ja, ins Auto. Auto wegstellen. Wir müssen gleich hier weg. Sehen Sie, was Sie angerichtet haben mit meinem Mann, der denn so gestürzt ist? Was habe ich denn mit dem Mann? Wo ist Ihr Mann gestürzt? Hallo? War das er mit Ihrem Mann geschrieben haben? Das ist doch Ihre Schuld. Warum ist das meine Schuld? Warum? Weil Sie wie ein Verrückter hier die Ausfahrt rausgefahren sind. Ach, hören Sie, ich bin hier runtergefahren und bin weggefahren zum Brötchen. Wo ist das Problem? Und mein Mann ist jetzt im Rettungswagen drin. Ja, und da kann ich doch nichts für. Das klären wir mit der Polizei. Das klären wir mit der Polizei. Kommt und hier. Sie stellen Ihr Auto jetzt bitte zur Seite, weil wir jetzt weg müssen. Nein, ich gehe jetzt erstmal rein, Brötchen essen und dann können wir ja weitersehen. Sie behindern hier einen Rettungseinsatz. Sie können mich doch gerne haben, ne? Komm. Ja, das klären Sie auch mit der Polizei, ne? Da gehört jetzt noch Behinderung der Rettungskräfte zu, hier vor Unfall verursacht. Ja, ist okay. Leitstelle Köln für den 1NF1. Da stieg ein Mann aus, bölkte rum, wir sollen aus dem Weg gehen. Wichtig war eigentlich, er stand im Weg, uns im Weg. Wir konnten nicht wegfahren und wir konnten dem Patienten nicht vernünftig helfen. Aber er war mega uneinsichtig. In dem Fall war die einzige Möglichkeit, da muss die Polizei helfen. Ich habe nachgefragt und die waren ja auch zügig da. Die Beamten Ingrid Hall und Moritz Breuer sollen dafür sorgen, dass die Einsatzkräfte den schwer verletzten Mann schnellstmöglich in die Klinik bringen können. Neben dessen aufgeregter Ehefrau schildert auch Sanitäter Nick Bachmann noch einmal das Problem. Hier wohnt der Nachbar. Wir sind hier hingerufen worden wegen Unfall auf der Straße. Der Herr hat irgendwie eine Extremität, also einen Finger abgerissen, ist schon schwer verletzt. In der Behandlung taucht hier der Typ mit dem Fahrzeug auf. Ich habe ihn aufgefordert, wegzufahren, weil er uns hier halt behindert. Wir müssen halt in die Klinik, das Ding muss angenäht werden. Zeit, ne? Wo ist der jetzt? Frech wie Hund. Der ist da ins Haus gegangen, er sagt, er muss jetzt erstmal frühstücken. Na gut, dann sprechen wir mal mit ihm. Ja. Das ist die Frau des Verunglückten. Genau, von der Verunglückten. Da ist ein bisschen Stress, hier haben wir Nachbarschaftsstreit. Wir müssen einmal ein bisschen zur Seite gehen. Vielleicht fehlt ja ein Rettungswagen, müssen Sie sich einfach anschauen. Okay. Und wir sprechen einmal mit ihm. Ja, wäre super. Nicht zu lang, bitte. Ja, ja klar. Klingeln wir einfach mal, der soll ja hier reingegangen sein. Guten Tag. Schönen guten Tag, die Polizei. Ja, Tag, ja, wunderbar. Sind Sie der Halter des Fahrzeugs? Ja, der bin ich, richtig. Ja, wunderbar, dann würde ich Sie direkt mal bitten, den Wagen wegzusetzen. Warum? Wo soll ich hinstellen? Ich stehe auf meinem Parkplatz. Ist das hier, kommen Sie mal genau, kommen Sie mal mit raus. Ja. Jetzt aber zügig. Sie haben doch gesehen, dass hier Rettungswagen und Notarzt am Werk sind. Ja, dann setzen Sie bitte den Wagen umgehend weg, ansonsten werde ich dafür sorgen, dass der Wagen hier weggesetzt wird. Haben Sie das verstanden? Ja, dann sorgen Sie aber auch dafür, dass der weggesetzt wird, dann kann ich mich da hinstellen. Ja? Passen Sie auf, wenn er fertig ist mit seinen Maßnahmen, dann setzt er den Wagen auch weg. Sie setzen den Wagen jetzt bitte zur Seite. Umgehend. Also seitdem die da sind, jetzt haben wir ihn nur einfach. Ärger. Wir nur können gleich diskutieren. Also komm. Bleiben Sie ganz ruhig. Hier können Sie wunderbar zur Seite fahren. Ja. Ja, das habe ich wohl gesehen. Ja. Und dann sprechen wir gleich noch mal ein, zwei Takte. Für das Verhalten des Nachbarn, Herrn Kaiser, habe ich persönlich sehr wenig Verständnis. Ich meine,
Reibereien zwischen Nachbarn hin oder her. Aber wenn hier wirklich der Rettungsdienst oder der Notarzt vortätig werden und dringend weg müssen, ist das ein Verhalten, das überhaupt nicht geht. Der Nachbar hat gefälligst, sein Fahrzeug wegzusetzen und den Weg freizuräumen. 1NF1 von Leuten bekommen. Welches Krankenhaus steht es denn? 1NF1 hört. Ja, Personen kann angenommen werden. Klinik am Südring, Schockraum 3 wird vorbereitet. Die Ambulanz erwartet euch. Ja, alles klar. Welches Krankenhaus kommt? Ich habe gerade die Info bekommen, Klinik am Südring. Okay. Ja, okay. Da erstmal über die Ambulanz, Schockraum. Gut. Okay. Sie klären alles weitere erstmal mit der Polizei. Okay. Wir sehen zu, dass wir wegkommen. Wir werden den Patienten selbstredend in den Schockraum verbringen, beziehungsweise in die Notaufnahme des Krankenhauses. Dort wird er sicherlich eine CT-Untersuchung bekommen, insbesondere natürlich des Kopfes, um dort etwaige innere Verletzungen auszuschließen. Und natürlich muss man sich die Wunde auch noch mal anschauen bezüglich des Amputats. Sprich, die muss gesäubert werden, die muss sicherlich auch chirurgisch noch versorgt werden. Es wird versucht werden, den Finger wieder anzunähen. Und natürlich muss man immer auch nach dem Tetanusschutz schauen. Mit einer Verspätung von rund 20 Minuten geht es für den schwerverletzten 41-Jährigen endlich in die Klinik. Der aggressive Nachbar muss sich nun mit den Konsequenzen seines ignoranten Verhaltens auseinandersetzen. Doch von Reue und Mitgefühl fehlt jede Spur. Ich bin zum Bäcker gefahren. Dass der Typ mit seinem Köter hier Probleme hat, ist nichts Neues. Ja? Der Hund steht ja auch ständig kläffend am Zaun. Okay, gut, aber Sie haben schon mitbekommen, dass der Herr da immer noch stand mit seinem Hund. Der hat da am Laternenfall gestanden, als ich weggefahren bin. Ich bin hier rückwärts raus und bin in die Richtung zum Bäcker gefahren. Ja, aber die wichtige Frage, die der Kollege jetzt stellt, haben Sie bemerkt, dass er dann hingefallen ist? Nein, dass ich habe nichts bemerkt. Dass er eine Platzwunde am Kopf hatte? Haben Sie nicht gemerkt? Nein, als ich weggefahren bin, stand er da. Ja. Herr Kaiser, ich sage es jetzt einmal so, ich kann zumindest nicht ausschließen, jetzt für mich persönlich, dass Sie das in irgendeiner Form mitbekommen haben. Deshalb belehre ich Sie einmal vorsorglich. Sie sind für mich jetzt ein Beschuldigter, ja? Das heißt, Sie sind mitunter unter Umständen verantwortlich dafür, dass Sie dem Herrn nicht Hilfe geleistet haben, obwohl Sie höchstwahrscheinlich dafür zu verpflichtet waren. Haben Sie das verstanden? Sie müssen mir gegenüber keine weiteren Angaben machen, brauchen sich nicht selbst zu belasten und können jetzt auch fort die Aussage verweigern. Der Nachbar gab uns gegenüber an, dass er vom eigentlichen Unglücksgeschehen überhaupt nichts mitbekommen hat. Das ist jetzt natürlich schwierig für uns, das Ganze einzuschätzen. Ich meine, ich kann ihm jetzt auch nur vor den Kopf gucken. Ob er mir die Wahrheit sagt oder nicht, kann ich jetzt vor Ort abschließend nicht beurteilen. Ich habe ihn jetzt erstmal vor Ort vorsorglich belehrt, da ich zumindest persönlich nicht ausschließen konnte, dass er das Ganze mitbekommen hat. Und werde dementsprechend auch ein entsprechendes Ermittlungsverfahren erstmal einleiten. So, Herr Kaiser, zum endgültigen Datenabgleich bräuchte ich nur einmal kurz den Fahrzeugschein. Den habe ich im Haus liegen. Den haben Sie im Haus liegen. Gut, dann holen wir den einmal, bitte. Ja, okay. Und Sie können sich jetzt wieder um Ihre Familie kümmern, ne? Und fahren ja gleich noch sicherlich zum Krankenhaus. Ja, sofort. Zu Ihrem Mann, ne? Ich gucke nochmal nach Ihnen. Alles Gute. Und wenn jeder so ein bisschen runterkommt, ne, dann müsste eine gute Nachbarschaft eigentlich funktionieren. Wir möchten ja in Frieden leben und uns verstehen, aber... Ja, vielleicht kann man sich ja mal zum Grillen oder beim Bier treffen, ja? Mhm. Okay. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, mein Mann wird jetzt ins Krankenhaus gebracht und ich gucke jetzt nochmal nach Lisa und Gundula. Und das Nächste, was ich mache, dass ich ins Krankenhaus zu meinem Mann fahre. Wenig später ist auch der Hund der Familie nach Hause zurückgekehrt. Das Fingerglied seines gestürzten Herrchens konnte in einer Not-OP wieder angenäht werden. Auch seinen Beruf als Physiotherapeut wird der Patient bald wieder aufnehmen können. Sein Nachbar muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahrerfluchtnötigung und unterlassener Hilfeleistung vor Gericht verantworten.